willkommen. Hast du mich vermisst? Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Die Liebenden. Die Harmonie in ihrem Zwist beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen? Und verrotten. Details? Ich versuche immer so ein bisschen eine höhere Botschaft daraus zu hören. Bei den Liebenden, die sich halt so ein bisschen streiten und der Funke dazwischen ist so ein bisschen die Leidenschaft, lässt mich so ein bisschen an Jacob und Emma denken. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht hätte Jacob einfach befreien sollen, vor allem weil die da oben ja jetzt gerade erwischt wurde. Die Herrscherin, denke ich, ist diese furchtbare Mutter, die wir da gerade hatten. Die Karten der Kaiserin steht zum Großteil nur für Schwangerschaft. Ich glaube, in dem Fall, die stehen sie tatsächlich für die Olle. Der Herrscher? Ich weiß nicht. Die Mutter muss ja theoretisch auch einen Vater dazu haben. Oder es ist der alte Mann im Wald, der da mit dem anderen zusammen ist. Wir lassen uns mehr anzeigen. Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Ich will alle sehen. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Kann ich mir jetzt nur eine aussuchen? Ich möchte... Du kannst nur eine... Nein! Ich glaube, ich nehme das Rad des Schicksals. Das ist das, was ich am wenigsten verstanden habe. Die Herrscherin wäre meine zweite Wahl gewesen. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Ach du Schande! Ach du Schande! Das sieht. Nein, oh mein Gott, das wird. Wenn ich am Ende nicht richtig entscheide, werden die da alle zerhackstückelt. Oh weia. Schon mal da gewesen? Am Schrottplatz? Nein. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten... Was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Gute Nacht, Nusslabor. Ja, wir spielen es heute zu Ende, definitiv. Also, Ryan und Laura, Oh, Mann. Ryan hat sich dem nicht benommen? Aber er mag ja Ryan, ne? Wir sind neugierig.
Glaubst du, da bahnt sich irgendwas an? Ja, da hat es auf jeden Fall gefunkt. Ja, genau, aber waren das jetzt so Agrofunken oder Sexfunken? Das waren bestimmt Sexfunken. Ist sie nicht schon mit jemandem zusammen? Ja, nur Ryan ist Ryan. Abgesehen davon, jetzt wo er ein Abenteuer mit Miss Geheimnisvoll erlebt, wie nimmst du es damit auf? Eine Runde Eis für alle würde ich austeilen, wenn ich könnte. Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Am Anfang fand ich Dylan doof, jetzt mag ich ihn. Oh, Scheiße. Schon gut, ein Bewegungsmelder. Alles gut, glaube ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Tati, bis Montag. Bye, bye. Dankeschön, dass du hier warst. Sei schon wieder nicht auf die Uhrzeit geguckt, aber es ist irgendwie 2 Uhr nachts. Und was machen wir jetzt? Tja, machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Nein? Wieso bist du immer so positiv? Ach, wieso fragst du mich das ständig? Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein... was auch immer du gerade tust. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich nicht ertrag, wenn jemand traurig ist. Machst du deswegen das Internet-Video-Dingsy? Internet-Video-Dingsy? Wie auch immer du es nennst. Die Internet? Leute glauben, es geht um die Aufmerksamkeit. Video-Dingsy? Vielleicht stimmt das anfangs. Aber nach einer Weile macht es keinen Unterschied, ob du 4000 Likes oder 100.000 Likes hast. Ich mach gute Laune, indem ich auf dumm mach. Vielleicht macht mich das dumm. Oder vielleicht mag ich einfach gute Laune. Ist doch voll okay. Eine Scheißnacht, was? Ja. Na los, ich will es von dir hören. War sie nicht gerade noch beleuchtet? Eine Scheißnacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Lass mich los! Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Schwein! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Wir können nicht einfach schießen. Hab dich. Jetzt räche ich meine arme Kaylee. Ja, deine arme Kaylee. Verdammt! Hört sofort auf! Kannst du das? Was zum Teufel ist hier oben los? Oh, wach auf! Ich glaube, das wach Herz auf. Ist nicht das Problem! Liebling. Komm schon! Wach auf! Wach auf! Oh. Sie ist tot!
Dann aber wie? Ma ist tot. Ich wollte sie gar nicht erschießen. Ich wollte mich nur wehren. Jetzt wird niemand mehr geschützt. Travis. Woher sollte ich denn wissen, dass sie abdrückt? Ich dachte, wir kämpfen nur um die Waffe. Ich wollte die nicht töten. Scheiße. Okay. Oh Mann, so ein Dreck. Sowas zieht man nicht raus. Sowas zieht man nicht raus. Es tamponiert vielleicht eine Blutung. Lass es drin. Es tamponiert vielleicht eine Blutung. Lass es drin. Nein, das mache ich nicht. Ich habe zu viel Grey's Anatomy geguckt. Da hieß es immer, ziehen Sie es auf gar keinen Fall heraus. Und immer, wenn Sie es herausgezogen haben, oh nein, es hat die Blutung einer Arterie tamponiert. Sie hätten es drin lassen sollen. Wir müssen es jetzt in 30 Sekunden in den OP, sonst verblutet diese Person. Deswegen habe ich es jetzt nicht rausgezogen. Ich bin arztserienverseucht. Ich glaube nicht, dass es die Situation schon war, die da vorgezeigt wurde. Das war die nicht. Das war, glaube ich, in dem Büro. Das war nicht hier. Scheiße, ich wollte die nicht erschießen. Jetzt haben wir die Enkeltochter und die Oma auf dem Gewissen. Ich meine, sie war jetzt nicht die beste Mutter der Welt, aber... Kayleys Brief. Kaylee Hacketts Bekenntnis schreiben an ihre Großmutter. Bekenntnis? Kann ich das? Ich möchte es lesen. Wollte es lesen. Der weiße Wolf wird die Uschi sein, die uns da die ganze Zeit die Karten legt. Kann man sich da drin einfach nur verstecken? Ist das einfach nur ein leerer Schrank? Boah, ist das ein Pissnapf? Als ob du da noch reinguckst. Was hast du denn erwartet, was da drin ist? Das ist ein Nachttopf. Ekelhaft. Da steht ein Eimer unterm Bett. Da ist bestimmt irgendwas drin, das mir weiterhilft. Kackwurst. Nein, danke. Er will sein Messer wieder. Da versteckt. Müssen wir wieder die Luft anhalten. Warte. Verstecken. Der Schrank. Na, unter das Bett nicht. Was ist denn, wenn er den Kacke wegräumen will? Wir gehen in den Schrank. Fuck. Ja, kommt auch erstmal rein.
Oh, Mutti. Wir warten noch. Scheiße. Meine Luft reicht nicht. Bleibst du mal da drin? Was willst du denn jetzt machen? Was ist denn jetzt deine... Okay. Mann, mein Herz. Na dran, melde mich. Over. Dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Selber Wichser! Ich finde auch, dass der ein bisschen aussieht wie der Trapper. Ich habe die eine getötet, die ist tot. Ich habe einen der Charaktere getötet, aber die zählt nicht zu den Hauptcharakteren, oder? Vor wem rennen wir eigentlich gerade weg? Wir rennen. Ist mir egal, wir rennen. Gute Idee, diese. Okay. Konzentration, ich habe Hände so feucht wie Waschlappen. Die eine Oma ist tot. Die Mutter von den Polizisten. Ja, bestimmt werden wir jetzt darauf spielen. Bestimmt, weil das eine richtig gute Idee ist, wenn wir gerade verfolgt werden. Gibt es hier echt Bären? Kapitel 9, Haus der Hacketts. Die Jagderrungenschaften der Hacketts. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Whatever. Das ist so dunkel. Aber wenn ich das Spiel noch heller mache, wirkt es halt nicht mehr so gut. Käfige. Da wurde eine Rechnung für irgendwelche Käfige ausgestellt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hier hinten noch was? Beth? Ist das so eine Art Stammbaum? Das ist ein Stammbaum. Kaylee und Caleb. Das war ein Hinweis, oder? Da ist er doch, der Hackett-Stammbaum.
Die Familie Hackett gab es schon sehr lange. Sie ist tief mit der Umgebung verwurzelt. Ich hätte mir den gerne angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Von hier kam ich. Die Sonne. Das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Da ist der weiße Wolf. Wir haben den weißen Wolf noch nicht getroffen. Wie geht's, Schätzchen? Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Sie müsst jetzt schon langsam. Licht. Wir rennen weg. Das Licht schwächt uns. Pizzamehl, Hallöchen. Nein, was? Wo bist du? Nein! Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon! In die Fresse! Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Das habe ich doch nicht kommen sehen. Das wird jetzt alles andere als angenehm, was verspreche ich. Woher? Woher sollte ich wissen, dass sie alleine ohne mein Zutun beschließt, den Sicherungskasten auszuhauen? Woher sollte ich jetzt wissen, dass dieses Werwolf-Mistvieh in den Nebenkäfig geht und den auffrisst? Ich habe einfach nur logisch gedacht. Ich dachte, der ist im Käfig. Woher, wenn wir jetzt die Sicherung ausmachen, dann kommt der andere raus. Schwierig. Woher sollte ich das denn jetzt wissen? Ich konnte das doch nicht voraussehen. Das tut mir jetzt natürlich leid. Ich dachte, wir lassen den da unten. Ich dachte, wenn wir jetzt den Strom da irgendwie ausmachen und dass wir dann Probleme mit dem Mistvieh haben. Ich wollte ihn ja nicht erschießen. Ich wollte ja das Monster auch retten. Ich will ja immer noch den weißen Wolf killen, damit die alle von ihrem Fluch befreit sind. Ich habe doch nicht damit gerechnet, dass der den jetzt auffrisst und dass sie... Ich konnte das ja gerade nicht auswählen. Willst du die Sicherung abschalten? Ja, nein. Ich hätte wahrscheinlich ja gesagt, weil damit Jacob rauskommt. Also er wäre so oder so gestorben. Aber was sollte ich das denn wissen?
Also es schreit nach einem zweiten Run irgendwann nochmal, ne? Der macht halt einfach den Michael Myers. Wahrscheinlich war das mit dem Messer auch noch falsch. Ich beug mich ständig nach vorne vor Anstrengung. So. Oh Gott. Komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Oh Gott, das ist Bobby, oder? Ich will nicht zustechen. Ich will nicht noch jemanden töten. Bitte. Du Messerdieb. Ja. Nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an. Travis! Das ist bestimmt Bobby, der kann gar nichts dafür. Wow, langsam. Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan! Oh, wie schlimm ist es? Ziemlich schlimm. Muss sie ihn beißen? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Und wenn sie ihn beißt, heilt das dann erst nicht? Max, jetzt du. Ich meine, ich wollte das nicht sagen, nur... Hättest nicht mitkommen sollen. Glaubst du? Sorry. Ist okay. Ja, ich bin auch der Meinung, sie sollte ihn beißen. Dann würde es heilen. Sterbe ich jetzt? Nicht, wenn sie dich beißt. Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht ja doch. Beiß. Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Ja. Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Ja. Aber es heißt auch... Ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Aber er stirbt. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Ich glaube, das ist die Karte der Liebenden. Wenn es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Blut zu kosten kann Leben retten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Das sind die Liebenden. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen.
beißen lassen und leben und Chris töten. Oder verbluten. Und tot sein. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir es oder nicht? Na los, sag ja.